Also von der Verarbeitungsqualität merkt man einfach, dass man hier in einem etwas höherpreisigen Fiat-Reisemobil ist. Wie der hier in die Wand eingepasst ist, finde ich unschlagbar, muss ich sagen. Also da gehört noch ein bisschen Öl dahinter auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gymer TV. Hinter mir, ihr seht es schon, es befindet sich hier ein Hümer, aber ein Hümer von Fiat, also dann kann es ja nur der Hümer Axis sein. Wir präsentieren euch heute den Hümer Axis T678. Hier ist schon eine richtige Pfütze hinterlassen worden, der kommt nämlich gerade von draußen nach drin. Draußen hat es gerade nämlich nochmal richtig schön geregnet, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Jetzt gibt es erstmal für euch schöne Highlights und dann bis gleich. Dann fangen wir an mit den technischen Daten. Wir gehen auch noch auf die Neuerungen ein, die es zum Modelljahr 22 gibt. Natürlich mal von dem neuen Fiat abgesehen. Aber wir haben jetzt bei dem Fahrzeug eine Gesamtlänge von 7,44 Meter. Ich sage ja immer, 7,40 Meter sind so die Standard-Reisemobilmaße. Aber hier jetzt eine Breite von 2,22 Meter. Das ist allerdings ein 21er Modelljahr. Das neue Modell hat nämlich dann, also zum 22er Modelljahr, haben wir dann eine Breite von 2,20 Meter. Also man hat durch kürzere Außenspiegel ganze 2 cm nochmal eingespart. Dann eine Gesamthöhe von 2,77 Meter und technisch zulässige Gesamtmasse bei dem Fahrzeug sind 3500 Kilo. Mit der ganzen Ausstattung, die hier drin ist, ja, also GFK-Dachbeschichtung, Komfort-Plus-Paket, wir haben hier einen 32 Zoll LED-Fernseher drin, wir haben eine Sattanlage, eine Markise, alles drum und dran landen wir, also wenn wir den, ich sag mal, normal ausstatten, landen wir bei ca. 3100 Kilo, das heißt, wir haben immer noch 400 Kilogramm Zuladung. Das ist für die zwei Personen, für die das Fahrzeug auch von den Schlafplätzen her ausgelegt ist, eigentlich keine schlechte Geschichte. Also mit 400 Kilo Zuladung kommt man schon ganz gut hin. Was hat sich noch geändert zum 22er Modelljahr? Einmal der Preis. Der ist nämlich nicht unsignifikant gestiegen, leider. Wir haben nämlich hier einen Preis von 64.990. Das neue Modell gibt es mit einem Grundpreis ab 69.990. Und ihr seht ja, da könnt ihr also praktisch hier nochmal 4.000 Euro draufrechnen. Da landet ihr bei ca. 90.000 Euro für einen teilintegrierten 7,40 Meter Hümer. Das ist natürlich schon viel Geld, aber wir gucken uns natürlich im Fahrzeug an, ob es das auch wert ist. Eine weitere Neuheit, den 580 Pure, also als T oder als I, gibt es jetzt nicht mehr als Citroën, sondern der kommt dann auch als Fiat-Basis, beziehungsweise auf Fiat-Basis. Gut, dann gehen wir mal ums Fahrzeug herum. Wir haben, wenn wir schon hier sind, wir haben hier das Style-Paket verbaut. Klar, der neue Fiat wird dann in etwas anderem Kühlergrill erscheinen, aber das Hümer-Zeichen hier vorne bleibt gleich. Auch das Skidblade wird sich ein bisschen verändern, aber keine großartigen Änderungen vom Außendesign. Dennoch gucken wir uns das Fahrzeug mal an. Wir haben jetzt hier auch schön eine unserer ersten Klappen, die wir hier verbaut haben. Hier noch schön dann unsere Aufbaubatterie mit dabei und unser EBL hier oben. Das Tolle natürlich, bei Hümer gibt es immer dieses Smart Battery System, ein sehr, sehr tolles System, was mit einer 150 Amperestunden Lithium-Batterie vollgepackt ist. Das heißt, da kommt dann die Lithium-Batterie rein, kann man dann natürlich auch gut verbinden mit einer Solaranlage dementsprechend. Hier haben wir dann noch zusätzlich ein wenig Stauraum, da kommen wir dann auch, der ist auch zugänglich von innen. Können wir schön was reinladen, noch so einen Zwischenboden, den wir dann rein- und rausladen können. Hier einmal unsere Heizung, optional gibt es noch die 6 kW. Warmluftheizung, dann auch auf Gas. Hier unten haben wir dann unser Entlassrohr für unseren Abwassertank, der Auspuff hier noch auf der Seite und natürlich Rahmenfenster sind beim Axis auch in Serie schon mit verbaut. Was ich ganz toll finde, was natürlich auch immer viele Kunden haben wollen und was Hümer hier auch gut macht, der Gasflaschenauszug. Ja, also einmal Hebel ziehen und rausziehen und dann haben wir hier schön
die beiden Gasflaschen. Ich kann sie schön bequem hier draufladen, also deutlich bequemer, als wenn ich die jetzt praktisch da hinten noch reinschieben müsste. Und vor allem das Wichtigste für mich ist, ich kann die hier auch sehr, sehr bequem dann auch noch einstellen dementsprechend. Wir haben den Access hier jetzt in weiß stehen. Diese Hümerbeklebung kennen wir auch schon aus den Mercedes-Modellen, wie jetzt dem BMC oder ich sag mal dem MLT. Das geht jetzt natürlich aber auch in der normalen Hümer-Optik. Das heißt, wir können jetzt auch das Fiat Fahrhaus beispielsweise in schwarz machen und hier die Außenhaut in Crystal Silver. Das würde das Fahrzeug meiner Meinung nach noch mal ein bisschen aufwerten. Aber wir haben uns hier für weiß entschieden, weil es dann auch einfach eine schlichte Farbe ist. Mit der Farbe ist natürlich immer Geschmackssache. Gehen wir hier mal aufs Heck ein. Was mir natürlich bei Hümer immer besonders gut gefällt, sind hier diese Integralleuchten mit dieser Hümer-Optik tatsächlich. Hier oben befindet sich dann noch unsere Doppellinsenrückfahrkamera ab Werk. Und wir haben hier so ein typisches Hümer-Heck. Also von hinten kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Also der Kenner kann es erkennen, weil hier ist ein Mercedes-Stern normalerweise bei den Mercedes-Fahrzeugen. Aber man kann jetzt den Unterschied zum Fiat nicht wirklich erkennen. Schauen wir mal auf die rechte Seite. Hier befindet sich nämlich unsere Garagenklappe. Und das spreche ich bei den Hümer-Fahrzeugen immer an. Die Garagenklappe bei Hümer ist einfach wirklich gut gemacht. Wir haben nämlich auf der einen Seite unsere schönen Dämpfer. Erstmal seht ihr auch, das ist ein robustes Teil. Ne? Hier unten auch schön mit Alu das Ganze verstärkt. Also da merkt man schon, dass das ein Premium-Fahrzeug ist. Und hier können wir jetzt 350 Kilo zuladen in die Heckgarage. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Mal davon abgesehen, dass sie auch sehr, sehr breit ist und auch eine sehr geringe Stoßkante hier unten hat. Und der weitere Vorteil, wir können jetzt diese Garage im Modelljahr 22 auch auf 450 Kilo praktisch, ich sag mal, auflasten, also beladen. Ne? Das wäre dann eine Sonderausstattung. Ich messe das Ganze natürlich immer gerne aus. Und das Tolle ist, wir haben jetzt hier nicht eine typische Klappe, sondern, wie ich schon angesprochen hatte, hier die Klappe geht bis ganz runter und schließt praktisch dann selber das Fahrzeug ab. Jetzt nicht so wie bei anderen Herstellern. Ne? Jetzt gucken wir einfach mal rein, was wir hier haben. Also wir landen hier, jetzt guck mal, dass ich es genau mache, circa 1,09 Meter. Wenn wir das konservativ uns anschauen, 1,08 Meter, 1,09 Meter, eine Höhe praktisch und eine Innenhöhe, das müsste noch mal ein bisschen mehr sein. Ja, haben wir von 1,10 Meter, 1,12 Meter kommen wir ungefähr hin und die Breite von der Garage ist jetzt circa 1 Meter. Ja, natürlich die Innenbreite ist dann noch mal ein bisschen besser. Und dann auch noch hier schöne Möglichkeiten, um noch zusätzlich ein paar Kleinigkeiten zu verstauen. Also ihr seht schon, die Garage ist sehr, sehr geräumig. Und wie gesagt, die Dämpfer finde ich natürlich besonderer Vorteil, auch wenn die Palme jetzt hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Von außen erwartet uns jetzt nichts Großes mehr. Ihr könnt schon erahnen, wo sich der Kühlschrank befindet und wo sich die Toilette befindet. Aber ich hätte gesagt, wir fackeln nicht lange, sondern wir schauen uns das Fahrzeug jetzt mal von innen an. So, ich setze mich mal hier schön auf den Fiat-Sitz. Wir haben jetzt hier vorne noch unseren 9 Zoll Zenic DAB Plus. Sonst hier eine schöne Leder-Stoff-Kombination aus Polster. Wir können bei Hümer, das finde ich das Tolle, auch der Konfigurator bei Hümer ist wirklich klasse, sehr, sehr viele Sachen auswählen. Also wir haben sehr viele Polstermöglichkeiten. Wir können auch zwischen zwei Holzdekoren auswählen. Gerade wenn man, also Josh, wenn du gerade mal in die Richtung filmst, von meiner Situation oder von meiner Position aus, da kann man wirklich gut erkennen, wie prägnant das Holz hier ist. Ja, das ist dieses Chiavenna Nussbaum, das wir auch aus den anderen Hümer-Fahrzeugen kennen. Wenn ihr jetzt das Sauvignon Oak nehmt, dann habt ihr hier noch diese Tip-Printed-Optik, die ich bei Hümer zum Beispiel auch ziemlich cool finde, die jetzt auch andere Hersteller mit übernommen haben. Man merkt aber schon hier vom Innendesign, also vom Interieur, sind wir hier sehr modern. Ist auch mit dem Boden hier ein schöner, heller Holzboden mit dazu. Gut, okay. Die Hochglanzklappen könnte man vielleicht noch mal überarbeiten, aber trotzdem alles sehr, sehr hochwertig. Das ist halt einfach Hümer-like, ja? Auch wenn man es anfasst, die Haptik, wie wir das eben kennen. Und auch so kleinere Sachen, dass hier jetzt zum Beispiel mit Leder verkleidet wurde. Oder wir haben hier oben den Dachhimmel, der auch mit Struktur ist. Wenn man da drüber fährt, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wir haben überall auch indirekte Beleuchtung. Also hier oben an den Seiten und auch auf dem Boden schön. Also die Fächer sind auch schön beleuchtet. Die Sitzgruppe an für sich gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wir haben hier jetzt eine schöne L-Sitzgruppe. Können das hier auch noch zu einem Bett umbauen. Da blenden wir euch einfach mal kurz was ein, wie das dann ungefähr aussehen könnte. Das könnt ihr auch alles im Konfigurator dann schön nochmal anschauen. Das macht eben Hümer auch wirklich gut. Wir haben auch hier eine schöne Verarbeitung hier vorne. Das ist alles hier schön eingepasst. Ja, wie gesagt, also von der Verarbeitungsqualität merkt man einfach, dass man hier in einem etwas höherpreisigen Fiat Reisemobil ist. Was ich mir wünschen würde auch von Hümer, dass der Access auch mal überarbeitet wird,
Mir persönlich ist jetzt auch dieser Weiß-Hochglanz noch ein bisschen zu altbacken. Da könnte man ruhig auch noch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, überarbeiten, dass da in Richtung Interieur auch noch mal ein bisschen was passiert. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Der schöne 32 Zoll Flatscreen. Man kann jetzt natürlich auch versuchen, so Fernsehen zu gucken, aber den lässt man, den kann man natürlich drehen. Wie der hier in die Wand eingepasst ist, finde ich unschlagbar, muss ich sagen. Also da gehört noch ein bisschen Öl dahinter auf jeden Fall. Dann haben wir hier oben noch ein Fach, dann auch hier die Steuerung für die SAT-Anlage. Über mir befindet sich jetzt die Panoramadachhaube, die kann ich dann hier auch schön kurbeln. Schön kurbeln. Also ich denke, die Funktionsweise ist klar. Die geht natürlich nicht ganz auf, sondern ist nur zur Belüftung gedacht. Also praktisch von so nach so, ne? Kann dann aber auch dafür nicht reinregnen, was auch ein großer Vorteil ist. So, dann machen wir das Ganze wieder zu. Dann sind wir auch schon im Küchen- und Kühlschrankbereich. Wir haben jetzt hier einen großen Kühlschrank. Ich guck mal rein. Den gibt es jetzt auch mit 140 Liter. Den kann ich dann auch in dem Fahrkomfortpaket 1 mit dazu wählen. Da ist zum Beispiel auch sowas wie Fliegenschutzgitter oder die Plissés vorne sind dann da mit enthalten. Über dem Kühlschrank haben wir, hoppla, haben wir dann nochmal ein zusätzliches Fächlein. Aber da passt schon einiges rein, also ein ziemlich großes auch. Wir haben im Hümer hier auch Bodenklappen und das ist auch ein großer Vorteil vom Hümer-Fahrzeug selbst. Also hier ist jetzt der Abwassertank, ihr seht es auch schon. Die Tanks und Leitungen sind alle isoliert und beheizt und wir haben hier auch einen holzfreien Boden im Exis. Und das ist ein großer Vorteil des Hümer. Mal davon abgesehen, dass der auch eine Pual-Isolierung hat. Das heißt PU-Schaum, also ein sehr feinporiger Schaum heißt, der sehr gut isoliert. Und dann die Alu-Außenhaut, diese Sandwich-Konstruktion, die wir aus dem Pual haben, also PU-Schaum und Alu. Das macht den Hümer natürlich auch nochmal etwas hochwertiger, denn die Kälte bzw. Wärme gelangt halt sehr, sehr schlecht ins Fahrzeug rein. Und da haben wir dann auch eine dementsprechend, wie schon gesagt, gute Isolierung. Dann machen wir die Klappen gerade durch. Da hinten haben wir noch eine. Da befindet sich dann der Frischwassertank. Könnte ich jetzt rein theoretisch auch noch ein bisschen was reinladen, aber natürlich nicht zu empfehlen, da hier Kabel verlegt sind und Leitungen. Und hier zusätzlich, Josh, wenn du gerade mal noch hierher kommst, hier habe ich auch einen kleinen Zugang zur Heckgarage, dieses kleine Fächlein, was da unten ist, aber vor allem ganz viel Stauraum nach unten. Und die Klappen vorne gucken wir uns auch nochmal an. Da haben wir auch zwei Stück. Einmal der Booster von Schaut, wo auch dann dementsprechend unsere Kabel drinne sind. Ladebooster fürs Fahrzeug vorne. Und dann hier nochmal ganz einsam hier in der Klappe drin unser Elasi-Ventil. Und wie schon angesprochen, ich komme jetzt hier an die Außenklappe, die wir vorhin gesehen haben, auf der linken Seite, also auf der Fahrerseite, schön hier von dem Sitz her aus dran und kann da drauf zugreifen, wenn ich da irgendwas drinne hätte. Ist ja immer eine gute Option. So, dann kommen wir in den Küchenbereich. Erstmal muss man sagen, Hümer hat es hier ganz gut aufgeteilt. Wir haben nämlich hier hinten noch die Möglichkeit, etwas abzustellen, zum Beispiel eine Kaffeemaschine, was so einen Platz ja auch immer wertvoll macht. Und hier einen schönen, großzügigen Dreiflammkocher mit. Natürlich der Piezo-Zündung, aber da auch ganz gut Platz, also eine gute Aufteilung von dem Kocher. Wenn wir einmal hier eine große Pfanne hinstellen können und hier nochmal zwei kleine Töpfe. Dann, was mir gut gefällt, ist, wie die Klappen hier eingearbeitet sind. Das haben wir dann auch hier mit nochmal zusätzlich Stauraum. Und der Check passt auch hier, also die Spaltmaße passen hier, wir schleifen nichts an der Wand. Das kommt ja auch gelegentlich mal vor. Und dann sind wir schon hinten im Badbereich. Natürlich bei einem Einzelbettengrundriss mit 7,40 Meter liegt es nahe, dass man Dusche und Toilette separat hat. Viele haben es in einer runden Optik oder in einem runden Format. Und Hümer macht es ganz gerne in einem eckigen Format, was mir jetzt gleich auffällt. Hier haben wir eine ganz gute Stehhöhe, ne, von ca. 2 Metern. Aber da drin sieht es schon ein bisschen anders aus. Also Josh, guck gerne mal rein. Der Vorteil, warum mein Kopf hier jetzt nicht anstößt, ist halt, dass wir das Dachfenster oben nochmal haben. Es ist auch wirklich ein Dachfenster. Also nicht nur ein Pilzlüfter, sondern ich kann das richtig aufstellen. Jetzt kann ich mich hier abduschen. Ist natürlich von der Stehhöhe nicht optimal. Es geht hier halt durch den Absatz, den wir hier unten sehen, nochmal einiges verloren.
Da ist jetzt zwar noch das Holzlattenrost drin und ich habe Schuhe an, das heißt, gute 5 cm abziehen, aber dennoch von der Stöhe ein bisschen schwierig. Auch was die Beinfreiheit angeht. Ne? Ihr seht es ja, das Brett ist gerade mal so breit wie mein Fuß. Ich kann mich aber mit dem Oberkörper hier trotzdem ganz gut bewegen. Also ja, das muss natürlich dann wieder jeder für sich selber entscheiden. Ich versuche es natürlich euch jetzt hier einfach nur darzustellen. Wir haben aber trotzdem, falls man die Dusche nicht benutzen möchte, hier noch eine zusätzliche Kleiderstange, wo man dann auch noch was zum Trocknen aufhängen kann. Immer gut. Mache ich das Ganze mal zu. Und dann schauen wir uns mal die Toilette an. Da müsst ihr mal kurz herkommen. Und jetzt haben wir hier dann auch einen schön abgetrennten Badraum. Durch die Wölbung der Tür kriegen wir da nochmal zusätzlich Platz. Aber eine zusätzliche Schiebetür gibt es jetzt hier nicht mehr. Wir haben lediglich hier noch den Vorhang. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Denn andere Hersteller in der 7,40 Meter Kategorie machen das wirklich gut. Da haben wir dann nämlich nochmal eine Schiebetür und können den Badraum nochmal separat abtrennen in ein richtiges Badezimmer, separat zum Schlafplatz dann hin. Aber jetzt gucken wir uns das hier trotzdem mal an. Die Toilette, naja, ich setze mich mal drauf. Von der Beinfreiheit geht's. Es könnte hier, ich sag mal, zu Problemen kommen. Bei mir passt es jetzt. Ich mach mal zu. Also ihr seht, ich habe hier vorne noch ganz gut Platz. Das passt von der Seite schon mal. Waschbecken haben wir jetzt hier noch dazu. Und dann hier nochmal, ich sag mal, eine Steinoptik. Kassettentoilette drunter und dann hier noch ein kleines Fächlein für Badutensilien. Da kann ich auch hier auch mein Toilettenpapier reinmachen. Kommen wir zum Schlafbereich. Einmal hier ein raumhoher Kleiderschrank mit Sicherungskasten unten. Wir haben hier zweimal eine Kleiderstange. Da oben fehlt es jetzt gerade, aber da unten ist sie zum Beispiel noch drin. Ist jetzt ein bisschen schmal, das muss man zugeben. Aber wir haben dafür dann das Ganze doppelseitig. Ja, und ich meine, die Höhe hier oben oder auch da unten, ja, da werden wahrscheinlich etwas größere Menschen ihre Klamotten, die werden dann wahrscheinlich dann da auch unten schleifen. Aber das hat Hümer jetzt eben so gelöst. Dann hier hinten haben wir noch zwei Klappen, also einmal hier auf der rechten Seite. Ich kann das Ganze hier nicht hochnehmen. Ich habe hier dann noch unsere Abtrennung für Holz. Das heißt, kann das hier zwischen die Fenster machen, sodass ich auch die Jalousien dann nicht kaputt mache. Und auf der Seite können wir das Ganze hochklappen. Das finde ich bei Hümer immer ganz toll. Und da haben wir jetzt hier wirklich nochmal einen schönen großen Kleiderschrank mit einer schönen großen Kleiderstange. Ich habe hier auch noch eine zusätzliche Beleuchtung drin. Also da kann ich wirklich gut was aufhängen. Da habe ich auch Platz. Mache ich das mal wieder zu hier. Was natürlich auch zu diesem Modell ja neu dazu kommt, wir kriegen hier im Schlafbereich hinten dann noch die Tellerfeder, das Tellerfedersystem, also das Folie-System, ein richtig gutes. Das heißt, wir haben optional dann auch noch Modelljahr 22 beim Access richtig, richtig schönen Schlafkomfort. Das gibt es dann auch neu zum Modelljahr 22. Ja, Einzelbetten, da finde ich immer bei Hümer zum Beispiel klasse, dass sie hier dieses Polster haben und das hier schön abgedichtet wird. Mich interessiert jetzt hier aber mal die Länge. Wir haben nämlich hier zwei verschiedene und das messe ich jetzt einfach mal aus. Also auf der linken Seite haben wir eine Länge von circa 2 Metern, beziehungsweise das könnten sogar, ja, das müssten 1,95 Meter sein, also Matratzenlänge spreche ich jetzt. Und auf der rechten Seite ist es ein Stückchen kürzer, da haben wir guten 1,90 Meter. Also die genauen Maße findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich wollte es jetzt hier einfach nochmal nachmessen. Wir haben dann aber auch als Breite, wenn wir das Ganze zusammen sehen, seht ihr hier, Zollstock ist 2 Meter lang, also Breite von 2 Meter, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, für die Einzelbetten nichts derart Besonderes. Das kennen wir auch. Wir haben hier hinten auch gute Stauschränke, was mir zum Beispiel gut gefällt. Hier bei den Fenstern sind Aussparungen, das heißt, wir kriegen hier sehr schöne, hohe Fenster rein. Ich mache auch mal den Probetest. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich sage es ja immer 1,88 groß. Auf der rechten Seite kann ich hier noch gut liegen. Aber wenn man es hier vielleicht sehen kann, mein Kopf stößt hier zum Beispiel an dieser Kante an. Also da müsste ich mich ein bisschen weiter vorne legen. Und beim Aufstehen muss ich schon ein bisschen aufpassen. Also es geht schon, ohne mir den Kopf anzuhauen. Aber trotzdem muss man gewaltig aufpassen, ja. Und dann dementsprechend hier noch Stauschränke en masse. Und hier sieht man dann auch die Hümer-Verarbeitungsqualität. Was mir zum Beispiel jetzt gerade hier auffällt, finde ich gut. Zweimal 12 Volt Steckdosen, also USB und eine 12 Volt im Zigarettenanzünder-Style und dann einmal noch eine 230 Volt Steckdose und zusätzlich auch Ablagemöglichkeiten, um das Ganze dann
da abzulegen. Ich zeige euch noch kurz den Bettumbau. Da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Und zwar sehr, sehr simpel. Wir haben hier das Brettchen, was wir hier rausziehen und dann zusätzlich die Leiter. Achtung. Die wir da schön rausziehen können. Und da muss man wirklich ein Kompliment an Hüber machen. Denn bei anderen Herstellern kennt man es eben nicht so. Da fährt die Leiter meistens irgendwo im Weg rum und hier eben nicht. Hier ist sie schön verstaut in der Zusatzklappe. Ich kann dann auch trotzdem noch mein Bett schön aufstellen dadurch. Und die Leiter ist verstaut und nervt mich dann dementsprechend auch nicht. Der Josh hat mir gerade gesagt, ihr habt hier eine sehr, sehr schöne Aufnahme, wo man mal wirklich alles sehen kann. Das dürft ihr natürlich mal auf euch wirken lassen, wie das Fahrzeug jetzt nochmal grundsätzlich wirkt. Und wir kommen auch mal zum Fazit. Ich weiß natürlich, das Interieur ist nicht alles, für viele trotzdem sehr, sehr wichtig. Deswegen betone ich das auch immer, aber es zählt auch die Technik, es zählen auch die technischen Daten dahinter oder die Ausstattung, die das Fahrzeug in Serie hat. Und natürlich zählt auch der Preis. Und das ist bei dem Fahrzeug schon zum Beispiel, wenn wir beim Preis sind, wenn wir uns daran aufhängen, schon sehr, sehr hoch. Also wie schon gesagt, wenn wir den gut ausstatten, landen wir da bei circa 80.000 bis 90.000 Euro. Und das ist schon eine schwierige Geschichte. Was zum Beispiel noch fehlt beim Access, ist dann zusätzlich noch ein Zusatzbett, ja, also ein Hubbett. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, noch ein kleineres hinzumachen, aber ein Hubbett fehlt dann zum Beispiel. 7,40 Meter Länge hingegen ist halt mit den 2,22 Meter oder dann im Modelljahr 22 auch mit den 2,20 Meter, das waren viele Zweier, auch ganz gut verpackt. Wir sind dadurch auch wendig, aber man merkt schon auch, wenn wir jetzt so einen hohen Preis haben, wir kriegen da dementsprechend auch das mehr an Luxus. Aber das liegt dann natürlich an euch, auch mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr von dem Hümer Access haltet, ob euch das Video auch gefallen hat, beziehungsweise was ihr noch anzumerken habt, schreibt es uns gerne. Grundsätzlich muss man dazu sagen, es gibt zum Beispiel bei der Verarbeitungsqualität, bei so kleineren Sachen wie dem Stauraum oder wie die ganzen Sachen gelöst sind, von der Haptik, von der Optik, merkt man schon, dass man da sich in einem Hümer befindet. Wir haben auch die bessere Isolierung, auch was die Tanks angeht, das ist alles schon mit dabei. Und dementsprechend dann auf dem Fiat kommen wir dann auch schön mit zwei Personen, beziehungsweise bleiben wir auch locker unter 3,5 Tonnen. Also es ist gut möglich, hier mit dem Fahrzeug unter 3,5 Tonnen zu bleiben, wenn wir das dann zusätzlich noch mit Gepäck ausstatten. Ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare und natürlich immer ein Abo dalassen, dass ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Da wäre es für uns natürlich toll, wenn ihr auch die Glocke aktiviert, dass ihr dann auch benachrichtigt werdet über solche Videos. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.